Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder dabei seid bei Happy Humble Burger Farm. Ja, wir spielen tatsächlich unser Leben als Burgerbrater weiter. Als wäre es nicht schon so deprimierend genug, müssen wir einen Burger weiter nach dem anderen braten. Nein, wir müssen tatsächlich herausfinden, was stimmt mit dieser Stadt nicht. Weil es ist wohl offensichtlich, dass hier etwas nicht stimmt. Nämlich wir sind hier gefangen und wir müssen ausbrechen. Das hat uns zumindest der Kopf auf unserer Toilette gesagt. Und jetzt werden wir das auch versuchen, indem wir heute aber versuchen, ins Büro unseres Chefs einzubrechen. Ich würde sagen, wir schauen nochmal kurz, ob wir irgendwas gefunden haben, was irgendwie neu ist. Was haben wir hier Schickes? Sie haben uns die Fahrzeuge weggenommen. Ich muss gestehen, es ist nicht leicht zu lesen, was da gekritzelt steht. Ah ja, das ist ein super Brief, das ist der Hilfebrief. Sehr gut. Ach du liebe Güte, wer hat denn das alles hier gekritzelt und verteilt? Das ist ja absolut irre. Ja, und die hier kennen wir eigentlich schon. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal, wie ging das Licht an, so ging das Licht an. Dass wir uns... Ah ja, ich erinnere mich. Dass wir hier zu unserem... Was brauchen wir noch? Eine Batterie. Dass wir einen Chip machen, mit dem wir einbrechen können. Und dazu brauchen wir eine Batterie und die holen wir uns jetzt. Ah ja, es gibt wieder Mäuse im Telefon. Obscura Family. Großartig. Chuck, ich hole mal kurz eine Batterie. Ich bin gleich wieder da. Ja, mach's gut, THG. Komm bald wieder. Ja, ich komm gleich wieder. Ach, Gottes Willen. Gottes Willen, ich vergaß, dass Tau genau in dem gleichen Apartment lebt wie wir. Obwohl man es gar nicht mal so leicht vergessen kann, besonders bei der Anzahl von Fliegen. Den muss man doch bestimmt riechen. So, da haben wir unser hübsches Gerät. Und mich fasziniert es doch immer, dass wir ein Katzenklo haben, aber keine Katze. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Na gut. Ich geh zur Arbeit, Chuck. Mach's gut, GHG. Arbeit schön. Ja, mach ich. Ganz bestimmt. Und ich frage mich, was wir jetzt wirklich, wirklich im Büro unserer Chefs finden. So, endlich zurück in der Arbeit. Oh nein, wieso denn? Ach du liebe Güte. Nein, 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 nein. Mach nicht so schnell. Schafft. Ich hab so Angst, dass ich es mal nicht schaffe. Auch geschafft. Hier. So. Es ist offen und ich bin sehr gespannt, was hier los ist. Hey Kid, what are you doing in my office? Schau mich nur um. Who told you to go in there? Niemand. Hello? Oh right, these are one way. Listen. Okay. Nein, 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 nicht du Irre! Explosionsshow. Oh. If I were you, I definitely wouldn't press that lever if I were you. Was? Ich soll nicht den Hebel ziehen, aber ich bin hier extra im Büro, das übrigens absolut beschissen aussieht. Es gibt ein paar Sammelitems, aber eigentlich ist hier nichts Besonderes, bis auf diesen unheimlichen Hebel. Und wo wir bei unheimlichen Hebel sind, schaut euch mal diese Albtraumlampe an. Okay. Ich sehe schon, unsere Gäste sind einfach nicht echt. Die augenlose Agnes und der hungrige Hugo, die sind einfach nicht echt. Sind das ein Roboter? So, ich möchte den Hebel ziehen. Ein winziges kleines Ding aufgegangen. Warnung. Hallo? Was ist das? Das ist eine Bordenplatte. Ist hier etwas versteckt unter dem Borden? Na gut, wir schauen uns das Ganze an, bevor wir arbeiten. Okay, ist ja super beruhigend hier. Das ist unter dem Burgerladen. Ja, klar, klar. Warum habe ich anderes erwartet? Oh nein, oh nein, was ist das? Da liegen Köpfe rum und Körperteile. Oh nein, das ist die Kopf- und Körperteilsammlung, die wir hier gefunden haben.
Okay, ich glaube, damit bestätigt sich wohl, dass unsere Gäste absolut nicht echt sind. Absolut nicht echt sind. Hier führen überall Kabel weg. Ich würde sagen, wir gehen einfach mal ganz schick in die Richtung. Hallo. Ach Gottes Willen. Was erwartet uns hier wieder für ein Horror? Außer rote Lichter. Die sind natürlich immer schlimm. Sieht man da irgendwas? Ach doch, man sieht irgendwas. Okay. Aber man sieht es bestimmt von hier aus noch genauer. Ja, danke. Ja, danke. Meine Gäste werden produziert. Ja, warum frage ich überhaupt? Natürlich werden meine Gäste produziert. Warum können die sonst auch alle gleich ausschauen? Du, Django Island. Mein Gott, okay. Okay, kurz gesagt, wir sind auf dieser Insel, die wir da gesehen haben. Auf dem Bild. Und wir sind wahrscheinlich einst mal ein Tourist gewesen, der so blöd war, hier einen Urlaub zu buchen. Ja, und jetzt haben wir die Scheiße. Was ist das? Ein kleiner Hebel, den habe ich jetzt gedrückt. Passiert doch bestimmt was Furchtbares, wenn ich alle Hebel gedrückt habe, oder? Ja, super. Das ist klasse, wenn man einfach in den Urlaub fahren will und das nächste was passiert. Ich hab mich ziemlich erschreckt, was war das denn? Ich hab keine Ahnung, anscheinend gibt's hier irgendwelche Wesen hier drin. Sehr cool, ja danke. Danke, ist genau das, was ich wollte. Ach, der Ventilator wurde abgeschalten von uns, ansonsten hätten wir hier nicht durch können. Was zum Henker ist das? Nein, die Kuh ist nicht mehr glücklich. Oh Gott, das Windy sieht überhaupt nicht glücklich aus, die Kuh. Okay, nehmen wir mal das Zeug, was hier ist. Also zum einen haben wir hier... Das ist von diesen E7. Ah, das ist unser Kumpel. Okay. Du bist dein einziger Freund. Okay. Ja, verstehe schon. Alles total normal. Du scheinst ziemlich glücklich zu sein, hier rauszukommen. Okay, wir verschwinden von hier wieder. Ich glaube, mehr gibt's hier nicht zu sehen. Okay, ich glaube, wir haben alles, was wir brauchen, hier gefunden. Wir haben auch eine Anleitung gefunden. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt Irres zusammenbauen können. Doch, geht zur Arbeit. Ja, dann machen wir jetzt noch unsere Schnellaufgaben, ne? Und dann aber arbeiten wir erstmal eine Schicht, weil ich will unbedingt Hot Dogs. Ich lebe Hot Dogs. Ich muss Hot Dogs machen. Das ist mein einziges Lebensziel. Nein, eigentlich möchte ich hier nicht noch eine Schicht fahren. Die sind so schrecklich. Die sind so absolut schrecklich stressig. Wie ist es denn so? Habt ihr auch so einen richtig geilen Job wie in diesem Burgerladen? Oder geht ihr tatsächlich gerne zur Arbeit? Ich muss sagen, es ist okay. Es ist okay. Irgendwie muss man ja seine Brötchen verdienen. Bei mir im Job, also, bin immer froh, wenn ich Urlaub habe. Aber es ist durchaus nicht ganz so schlimm wie in diesem Burgerladen. Oh Gott, ich liebe es ja, wenn diese Figuren hier einfach mitten... Ja, genau, richtig. Wenn diese Figuren hier mitten auf dem Gang plötzlich auftauchen. Ihr habt mir das letzte Mal sogar darauf hingewiesen, dass sie teilweise hinter dem Counter auftauchen. Da ist ein Schwein hinter dem Counter gewesen. Ich hab's nicht mal gesehen. Wirklich, mir ist das nicht aufgefallen. Aber naja, wie gesagt, meine Auffassungsgabe ist vielleicht auch nicht die allergrößte. So, aber jetzt hier. Zack, zack, zack. Und dann gibt es natürlich noch das Problem, dass wir jetzt nebenbei auch diese Bonusaufgaben machen müssen, auf die ich mich ja eigentlich überhaupt nicht freue.
So, Licht an, wir machen uns arbeitsbereit. Ah, ich verstehe schon, ich verstehe schon. Das sind diese Burgerbrötchen und die Hot Dogs. Also, das sind die Brötchen für die Hot Dogs. Hot Dogs sind etwas Köstliches. So, jetzt wird eingestempelt und gearbeitet. Okay, ich muss aufmachen. Ach, oh, Gottes Willen, heute muss ich Hot Dogs machen. Na gut, auch die werden wir vielleicht vorbereiten. Wobei ich bin mir nicht sicher, ob Hot Dogs verbrennen können. Schauen wir einfach mal. Aber los geht's. Okay, der Stress ist da. Der Stress ist da. Wir müssen auf jeden Fall sofort Sachen vorbereiten. Hier, zack, da rein. Ganz klar. Ein Shake machen wir auch schon mal. Es wird bestimmt einen Shake geben. Ich habe die Geräte nicht angestellt. Ich hab's wieder verbauert. Oh, es ist so schrecklich. Es ist so schrecklich. Warum mache ich das denn? So, also, wir nehmen zwei von denen und zwei von denen. Schmeißen sie mal gleich in die Geräte rein. Zack, 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 zack. Sieht super aus. Dann machen wir gleich ein paar Pies und Cookies. Die brauchen wir natürlich auch. Da kommen schon die ersten Gäste. Zwei, drei, vier. Ach so, ich muss es anschalten. Ja, anschalten wäre halt auch gut. Und dann machen wir noch ein paar Hot Dogs. Ey, geht. Igitt, das sind einfach so kleine Pimmelwürstchen. Na gut, die Pimmelwürstchen müssen hier drauf. So, auf geht's, die braten. Was soll ich bringen? Also, Fries, Happy Deluxe, Shake, Softdrink. Okay. Shake und Softdrink kriegen wir gleich hin. So. Wo ist der Shake? Oh, also. Happy Deluxe, Fries, Shake, Softdrink. Mir ist schon wieder tatsächlich das Licht ausgegangen. Es ist so erbärmlich. Das ist so erbärmlich, wie halt nichts hier funktioniert. Warum ist denn dieses Restaurant so scheiße? Wirklich, warum ist denn das so scheiße? Licht an. Ein Happy Deluxe ist simpel, weil das ist das köstliche Rind. Das köstliche Rind. Oh, köstliches Rind. Bratsche mal los. Ich höre schon wieder den Alarm. Das ist so entsetzlich. Warum ist denn der Alarm schon wieder los? Es ist echt grauenhaft. Zack, 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 zack. Zack, zack. Price. Ja, ersten Alarm schon mal nicht geschafft. Geht ja immer richtig gut los, hä? Los, Brat, halt, es ist fertig. Es ist fertig, dein Burger ist fertig. Erste Bestellung ist so gut wie im Eimer. Der Burger hüpft und mit Eimer meine ich eigentlich Tüte. So. Geschafft, nächste Bestellung. Gott, bitte kein Special Alarm. Okay, ein Hot Pie, ein Softdrink. Hot Pie, Softdrink. No Mustard, no Mustard. Okay, jetzt kommt unsere große Burgerzeit. Sind die denn noch gut? Sind die denn noch gut? Ja, der sieht gut aus. Einfach nur mit Ketchup. So fertig? Ja, so fertig. Köstlicher Burger. Und mit Burger meine ich eigentlich was ganz was anderes. Was ist denn schon wieder los? Nimm den Müll raus. Oh, der Müll, der Müll, der Müll. Das könnte ich schaffen. 20 Sekunden. 20 Sekunden für den Müll. Einmal, zweimal. Ist hier noch mehr Müll? Ich sehe hier nicht mehr Müll. Okay. Geschafft, geschafft. Ich habe den Alarm abgewehrt. So, und dann wollte noch ein Burger. Aber welcher Burger? Welche Köstlichkeit? Pork and Pork ohne Tomaten. Welche Köstlichkeit darf ich euch servieren, o Herr und Meister? Ach du liebe Güte, da ist die Killerkuh schon wieder. Okay, keine Tomaten, sonst killt mich die Kuh. Keine Tomaten, sonst killt mich die Kuh. Weg da! Ich brauch das nicht! Halt, warte mal, das können wir noch wiederverwenden. Das ist noch gut! Das ist die 3-Sekunden-Regel. Das waren bestimmt nur 3 Sekunden. Bestimmt nur. Geht schon wieder der fucking Alarm los. Warum fährt der Staubsauger-Bot über den Grill? Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn. Hüpf, Burger, hüpf! So. Wir haben diese Bestellung fertig. Zack. Jetzt müssen wir uns um den Alarm kümmern. 23 Sekunden. Die Toilette läuft über, benutzt die Gummiglocke. Mein Gott, warum? Was ist denn mit der Toilette nicht in Ordnung? Gummiglocke? Okay, ich hab's gelöst, ich hab's gelöst. Die Toilette ist wieder in Ordnung. Oh nein! Okay, ich habe mir nicht die Hände gewaschen. Jetzt geht's natürlich trotzdem gleich weiter. Ein Cookie, Fries und Hot Pie. So. Köstlicher Hot Pie. Verbrenn dir bloß nicht den Mund, du augenlose Agnes. Es ist schon wieder irgendwas. Finde die Ratte im Restaurant. Oh. Okay, ich muss meinen Betäubungsgriff anwenden. Halt, Ratte, Ratte, Ratte. So, Betäubungsgriff angewandt. Und in das Ratten-Happy Land. So. So, fertig. Ihre Bestellung jetzt verschwindet. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Was darf sein? Einmal ohne Käse, einmal ohne
Ketchup, okay. Einmal ohne Käse, einmal ohne Ketchup. Einmal ohne Käse, einmal ohne Ketchup, einmal ohne Käse, einmal ohne Ketchup. Singt mit mir das Ketchup- und Käse-Lied. Und ich hab nicht mehr genug. Ich hab nicht mehr genug. Großartig. Einmal ohne Käse. Käse? Was erzähle ich hier? Mustard? Ach, hier ist schon wieder die Hölle los. Die Toilette läuft über. Oh, um Gottes Willen ist es schon wieder die Toilette. Okay, aber die Toilette ist simpel. Die kann ich echt handeln. Los, los. Ich bin der Herr aller Toiletten. Und das kann ich... Viele von sich sagen, was warst du für ein furchtbarer Schatten? Okay, ich brauche neue Hotdogs. Tut mir leid. Nein, 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 geh weg, du furchtbarer Schatten. Ich brauche neue Hotdogs. Mein Gott. Und der Team... Was, die Geräte sind auch aus. Und hier ist ein Schwein auch noch, ist es alles. Es ist alles vollkommen verhunagelt. Ja, der Hotdog liegt am besten da. Die liegt am allerbesten da. Was, meine Schicht ist zu Ende. Du, das kann nicht sein, bleib da. Oh Gott, die verschwinden auch sofort. Mein Gott, das hätte ich vielleicht schaffen können. Na gut, hier, Tau, ich habe eine gute Nachricht. Es ist wieder was übrig geblieben. Hier. Tau, ich glaube, du magst es nicht. Du, ich auch nicht. Bin kein großer Hotdog-Fan. Ich habe nur von den Gästen gesagt, dass ich die mag. Jetzt nimm das! Nimm das, na gut, wir braten es an. Wir braten die Tüte an. Gebratene Tüte. So, wie lief's denn heute? Wir haben $67 gemacht. Ja, 4 bediente Kunden und nur ein Fail. Also ich würde sagen, Respekt. Respekt, wir sind einfach der most renowned Burgerbrater in dem ganzen gesamten Westen. Yes. Ach Gott, ich muss ausstempeln. Lalalala, ausstempeln. Und ausgestempelt. Jetzt habe ich sogar noch meinen Bonus kassiert. Ja, so läuft's. Tut mir leid. Ach, weißt was? Komm. Komm, renn rum, Ratte. Echt, renn rum, Ratte im Restaurant. Wir haben Feierabend. Die Ratte hat auch Feierabend. Ich musste jetzt nicht mit meinem berühmten Betäubungsgriff betäuben und nach Hause bringen. Das passt schon so. Was? Feuerwerk? Ja, scheint bestimmt lustig zu sein. Ach du liebe Güte, da wird aber hart gefeiert. Also wenn bei uns ein Museum aufmachen würde, ich meine... Wer geht denn heutzutage noch ins Museum? Was ein bisschen traurig ist tatsächlich. Museen sind doch eigentlich ein toller Ort. Ja, ich möchte fliehen. Okay. Dann müssen wir aber auch jetzt hier irgendwas bauen können wahrscheinlich, damit wir fliehen können. Ich würde sagen, von so viel Kohle... Hauen wir sie mal auf den Kopf. Und wir brauchen keinen Kürbis, aber kaufen uns jetzt einen Flatscreen. Wir haben es verdient. Wir haben den Flatscreen verdient, ohne Scheiß. Wo ist denn jetzt mein Flatscreen? Ich brauche einen Rubbel los. Yes! $100. Der Flatscreen ist mein. Mhm. So läuft's, liebe Freunde. Jetzt werden wir in... Jetzt werden wir das furchtbar schlechte Programm in HD gucken können. Und sagen, je länger ich dieses Spiel spiele, umso mehr bemerke ich einfach, wie mein Hirn aufweicht. Ohne Scheiß. Allein wie oft ich heute einen Hotdog Burger genannt habe. Chuck, hilf mir, mein Hirn weicht immer mehr auf. Ganz anhalten. Was ist das denn? Ist das die Insel, auf der wir sind? Das ist aber ein hübscher Vulkan. Haben wir einen Vulkan auf der Insel? Sag mal, was ist denn das für eine Urlaubsinsel? Dann haben wir Atomkraftwerke auf der Insel. So, was gibt's Schönes zu sehen? Los, enttäusch mich nicht, Fernsehprogramm, enttäusch mich nicht. Bombs Away, ja klar. Kevin Murphy. Warum sehen wir nur Atomexplosionen? It's not bad. This is Bombs Away. It's a documentary about... Bomb tests or something? Man, I can't even read this script. Paragon's testing facility on Durajango? Mein Gott, du kannst ja nicht mal sprechen, du Podcaster. Das ist da, wo wir sind, Durajango. Unfortunate accident
resulting in a small nuclear explosion. The entire facility was wiped out, and the outcast islands were never the same. Ich glaube, ich habe langsam eine Vermutung. Lasst uns nochmal das Bild da anschauen. Wir sind hier auf der Insel, wo diese Atomwaffentests gemacht wurden. Ja, richtig. Vorher, nachher. Ja, super. Wir sind einfach auf einer atomar verstrahlten Insel. Und wir können Burgerbomben herstellen. Was brauchen wir dafür? Patty, Wecker, Batterien. Ach Gottes Willen, das ist ganz schön viel Zeug, das wir brauchen. Okay, wir brauchen Wecker-Batterien. Ach Gottes Willen. Okay, aber ich weiß ja tatsächlich sogar ein paar Orte, wo wir die sofort anwenden können. Nämlich auf dem Friedhof könnten wir was aufmachen. In meiner Arbeit können wir was aufmachen. Und wo war es noch? Nee, das sind die beiden. Mehr habe ich nicht. Okay, überhaupt kein Problem. Lasst uns mal ein paar Bomben bauen. Klar, lasst uns mal ein paar Bomben bauen. Gibt's hier zufällig Uhren? Sag bitte ja. Batterien gibt's hier, Kleber gibt's hier. Tau, ich möchte was kaufen. Mein Gott, Tau. Na gut, dann gehst einfach weiter. Nein, wir haben hier leider keine Uhren. Okay, das ist ein kleines Problem. Da wird gerade die erste Bombe fertig. Ausgezeichnet. Das ist genau das, was ich brauche. Wirklich, das ist genau das, was ich brauche. Aber etwas so Gefährliches packst du besser nicht in deinen Rucksack. Okay, ich sehe schon, wir müssen auf jeden Fall die gleich verwenden. Na gut, na gut. Dann verwenden wir doch die Bombe gleich und statten den Friedhof einen Besuch ab. Wir wissen, es ist immer von Vorteil, Bomben mit auf den Friedhof zu nehmen. Okay, das heißt, ich muss einfach Stück für Stück das hier alles in die Luft sprengen. Na gut, das kann ich auch machen. Dann spreng ich halt nicht alles auf einmal, sondern nur Stück für Stück. Aha, hier ist eine Klappe auf dem Boden. So, wie geht das jetzt? Und wie sprenge ich mich jetzt nicht in die Luft? Ja, gute Nachricht, ich bin zufälligerweise ausgebildeter Bombenspezialist. Habt ihr vielleicht noch nicht gewusst? Ist aber so. Du liebe Güte, renn weg, renn weg, renn weg, renn weg. Okay, hat gut geklappt, hat gut geklappt. Kein Problem, alles kein Problem. So, mal schauen, was sich unter den Friedhof befindet. Naja, Leichen halt, aber vielleicht gibt es ja mehr hier. Hallo? Na gut, dass das nicht unheimlich ist, dankeschön. Schöne Gegend. Okay. Naja, das ist halt ein Krematorium, oder? Hier kommen die lebenden Bürger rein und hier kommen sie wieder raus. Aber was ist mit diesem Krematorium? Hallo? Hallo, hallo? Was soll ich hier machen? Gar nichts. Na gut. Okay. Okay, anscheinend kann ich nicht viel machen im Krematorium. So, warum habe ich jetzt hierfür eine Bombe verbraucht? Da, das war ja schon mal wieder die Enttäuschung. Schauen wir mal, was mit Bombe Nummer 2 ist. Und dann sollten wir auch noch das Museum besuchen. Solltet ihr auch daheim versuchen. Batterie, Uhr, Burger Patty ab in eure unheimliche Mikrowelle und schon wird eine Bombe draus. Ich frage mich, was die Logik darin ist. Also warum? Gottes Willen, Tau, du hast mich ganz schön erschreckt. Tau, ich habe hier eine Bombe. Ich habe hier eine Bombe und du erschreckst mich, Tau. Das ist eine ziemlich dumme Idee. Spoiler-Alarm, erschreckt nicht die Leute, die Bomben in der Hand haben. So, willkommen zurück in der Arbeit. Tau, gut, dass du da bist. Bitte, geh jetzt in Deckung. Ich will nämlich nicht, dass Tau was passiert ist. Das ist nämlich eigentlich ein ganzen Lieber. Stinkt ein bisschen, aber ist eigentlich ein ganzen Lieber. So, hier können wir Sachen in die Luft sprengen und das machen wir auch. Weg, weg, lauf! Lauf, 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 lauf. Ich spreng nämlich gerade unser Lager. Vielleicht ist die Sprengung auch gar nicht so legendär, wie ich hier immer tue. Aber es ist offen, okay? Was? Warum zum Henker bin ich jetzt im Wasser? So, habe ich unendlich Atem, ist die Frage. Ja, wahrscheinlich halt nicht. Gottes Willen, was ist hier? Irgendwas Rotes leuchtet da. Hier ist ein Restaurant unter dem Restaurant.
Hallo? Was ist das hier? Ach, jetzt verstehe ich, was das ist. Okay, ich muss hier keinen Schlauch anschließen, weil wir sind ja schon unter Wasser. Sondern ich musste das abdrehen. Okay, schauen wir mal in Ruhe. Warum zum Teufel dieses Game? Das ist so strange. Warum ist hier ein Restaurant unter dem Restaurant? War das hier das alte Burger-Restaurant, bevor wir einfach ein neues drüber gebaut haben und das alte versenkt haben? Eine wunderschöne Kommode mit diesem Muster von wirren Formen und kaltgrünem Erbrochenen. Es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Die Musik ist auch nicht wenig unheimlich. Ein Burger-Coin, cool. Cool, eine Burger-Marke, die können wir gebrauchen. Aber, was gibt's hier noch? Das ist das erste Gras, das ich hier sehe, bis auf Chuck. Das ist bis auf Chuck das erste Grüne, was ich hier jemals gesehen habe. Du liebe Güte. Okay, wieder eine Information. Was, hier ist eine Bombe. Ich hab was scharf gemacht! Ich hab was scharf gemacht! Ich wollte sie nicht scharf machen! Mein Gott, jetzt verstehe ich. Okay, okay, ich konnte die gar nicht nehmen. Ich konnte die nur scharf machen, um hier das Loch frei zu sprengen. Okay, ich verstehe trotzdem nicht, warum wir ein Restaurant unter dem Restaurant haben. Das ist sowas von weird. Das ist sowas von seltsam. Hallo? Ich bin auch nicht wenig angespannt, dass ich hier unten bin. War jetzt nur hier für eine Info und eine Burgermarke, oder? Okay, aber das ist ja schon mal was. Die Burgermarken wollen wir alle, ne? Wir wollen ja einfach irgendwann das hochentwickelste Burger, fast wissenschaftliches Labor der Burgerbraterei hier haben. Okay, dann müssen wir hier wohl wieder raus. Ich liebe ja Kanäle. Frisches Wasser, köstlich. Daraus werden unsere legendären Softdrinks gemacht. Ich liebe es. Ich liebe es. Oh, das war's. E7 wieder. I'm E7, the one they used to keep in the Burger Barn simulation. The tech in HHBB was too effective and the hypnosis was too strong. Made me nauseous. Everything was all warped looking and jittery. After the big explosion knocked the simulations off the grid, I managed to break out of there. Ja, ist auch rausgekommen, okay. Captured me and moved me here to Happy Burger. Was? I think this diner simulation stage is much older than Barn. The hypnosis is so much weaker. I've started to remember who I am again. Okay, ich muss sagen, ich check die Story noch nicht ganz. Also, bin ich jetzt hinter dem Spiegel rausgekommen? Tatsache, ich bin hinter dem Spiegel rausgekommen. Wenn der Mann hinter dem Spiegel fürchtet mich. Also, es gab eine Explosion, es gab eine Insel, schon klar. Da wurden irgendwelche Experimente durchgeführt. Bis dahin auch noch klar, irgendwelche Mind-Experimente. Und sie haben Touristen dahin gelockt. Aber was sind diese ganzen Viecher, die wir hier die ganze Zeit sehen? Ja, ich gehe jetzt nach Hause und ruhe mich erstmal aus. Und dann schaue ich mir mal das Museum an. So, guten Morgen, neuer Tag, neues Glück. Heute aber, meine lieben Freunde, habe ich eine gute Nachricht. Liebe Kultisten, zum einen sind hier überall Kürbisse, vielleicht ist Halloween. Mein Fernseher ist anscheinend instant kaputt gegangen. Ja, bekommst du jemals Schlaf? Jemals, jemals. Bin mir nicht sicher. Denn heute gehen wir ein Museum besuchen. Da werden wir wahnsinnig viel lernen. Was gibt's heute zu essen? Ein Burger Patty. Großartig. Großartig. Es ist gut, dass ich nicht so viel Hunger habe. Chuck, möchtest du mit ins Museum? Nein, möchte ich nicht, GHG. Museen sind langweilig. Was kannst du nur, Chuck? Museen bilden weiter. Hey, schau mal, es ist wirklich Halloween. Wir haben diesen coolen, kleinen, ziemlich creepy, aber auch süßen Geist. Das ist ja stylisch. Ja, tatsächlich, heute ist echt Halloween. This is Halloween, this is Halloween. Sehr schön, ab ins Museum. An Halloween. Und dann vielleicht zur Arbeit, je nachdem, was im Museum passiert. Ja, seid ihr ein Museum-Fan? Ich muss sagen, als Kind haben mich natürlich nur die richtigen Museen interessiert. Also die für Kinder halt auch irgendwie super spannend waren. Ich kann mich mal erinnern, auf so einer Dinosaurier-Ausstellung gewesen zu sein. Die war natürlich absolut Bombe. Ja, absolut Bombe. Aber auch so eine Ausstellung über
irgendwie Kelten- und Moorleichen. Habe ich zum ersten Mal in Anführungsstrichen einen echten Toten gesehen, nämlich eine Moorleiche. Der hat mir ziemlich Angst eingejagt, ziemlich. Schreibt mir doch mal gern, wie sieht's bei euch aus? Geht ihr gerne ins Museum? Und wenn ja, geht ihr auch gerne ins Bürgermuseum? So, ausgezeichnet, ich sehe, es ist ein wahnsinniger Andrang von Robotern. Wir wissen ja mittlerweile, die diese Burger verdrückt. Sag mal, könnt ihr die überhaupt essen? Essen die Burger? Oder koche ich die dafür? Okay, hier brauchen wir auf jeden Fall eine Bombe. Oder koche ich die dafür, dass ihr sie dann, keine Ahnung, mit nach Hause nehmt und dann schimmeln die da vor sich hin? Das ist echt eklig. Ach Gottes Willen, okay, get happy. Ja, du hast dich auch ins Bild geschlichen. Okay, damals sah es so aus. Das ist echt cool gemacht, weil das genau wie die alten Comics ist. Dann wird es aber moderner. Hier würde ich sagen, sieht man so ein bisschen in die 90er, 2000er. Ja, und hier geht es schon sehr in Richtung Anime-Style. Ja, sehr cool. Sehr cool gemacht. Du Liebe, da habe ich mich erschreckt. Hi Jungs, ist alles klar bei euch? Dass hier eh keine Menschen gibt? Kann ich dich von hinten schubsen, du dummes Hirn? Dummes Hirn. Fische. Unglaublich. Und sie schweben in der absoluten Leere, wie jeder gute Käumer es tun sollte. Na klar. Das Theater. Okay, du bist wirklich die einzige Person, die hier wahrscheinlich trotzdem echt ist. Aber was machst du denn hier? Also wirklich, was machst du denn hier? Was ist denn hier los? Okay, also das Interessante ist das jetzt ein Film oder ist das tatsächlich real? Sind wir vielleicht gar nicht auf der Erde? Okay, ich möchte mir nicht weiter den Planetarium-Film anschauen. Schauen wir mal weiter. So, Kunst ist mein allerliebstes Lieblingssache. Okay, das ist sehr abstrakte Kunst. Das sind die bunten Frauen, die sich anschauen. Ich liebe die bunten Frauen, die sich anschauen. Das ist absolut großartig. Okay, also ich muss sagen, die Bilder, die sind ganz schön verstörend. Was ist das? Depp, die hier, während der andere einfach isst mit seinem viel zu kleinen Kopf. Großartig. Das ist ja echt die beste Kunstausstellung. Das ist cool, das ist pixelized. Ja, das ist der Satan. Ich bin ein zerbrochener Krieger, der einen neuen Pfad findet. Hahaha. Das ist weird. Das ist super weird. Was stehen diese Figuren hier rum? Was ist das? Das ist ein Burgercoin. Aber wie komme ich hier hoch? Gentlemen, ich möchte einen Burgercoin. Aber wie könnte ich das bewerkstelligen? Tatsache. Yes! Ich habe die Burgermarke hier im Kreis der Horrorwesen gefunden. Ausgezeichnet. Ja, ich würde sagen, wir stellen eine Bombe her und schauen uns mal den einzigen Weg an, nämlich den hier im Museum. Weil es hieß ja, es gibt einen Ausgang im Museum. Und wenn es richtig ist, ja, dann sprengen wir den jetzt frei und entkommen einfach aus diesem Albtraum. Wir sehen uns gleich wieder zurück mit Bombe. So, tolle Nachricht, meine Freunde. Wir sind wieder im Museum. Lebe Kultisten. Und jetzt aber sprengen wir das Museum. Genau, geh einfach dahin, das stört dich überhaupt nicht, keine Sorge, ist nur eine Bombe. Ist nur eine Bombe, mach dir keine Sorgen. Interessiert den wirklich nicht. Na gut, ihr seid aber auch Roboter, du bist ein Roboter, du bist ein... Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hör auf, mich über zu überlaufen. Es ist ziemlich dunkel hier. Was ist hier los? Hochintelligent. Sie wollen terrorisieren und einschüchtern. Bis zur Anstrengung. Bis sie nicht mehr fliehen können. Ja, wir sind schon im Museum. Wir gehen jetzt da rein. Was sind diese Assets? Wirklich, was sind die? Sind das irgendwelche Organismen, die unkontrolliert Sachen besetzen? Du liebe Güte. Du liebe Güte, wo bin ich hier? Und ich kann auch nicht mehr raus.
oh nein, seid ihr diese Bombenbots? Hey, E-42! I remember this place. It's where they throw all the broken bits in trash. You might actually find my body down here if you don't mind looking. Ja, ja, ich guck dann nach deinem Körper, aber erstmal muss ich schauen, dass ich überlebe. Find a way down. Down, 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 down. Ja, ich hab's verstanden, wir sollen wohl runtergehen, hä? Okay, schön, dass du explodiert bist. Okay, okay. Hier stehen einfach Bombentypen rum. Großartig. Oh Gott, das will, ne. Warum ist denn hier alles hochexplosiv? Ja, danke, den konnte ich wohl nicht. Aber der war auch dafür gesetzt, dass man dem nicht ausweichen konnte. Ey, danke schön. Wo sind wir hier überhaupt? Und warum sind hier überall Irre, die sich sprengen? Und warum sind diese Stahlschränke so entsetzlich zerkratzt? Oh, ich habe eine ganz schlechte Befürchtung. Wenn wir hier Essen finden und Segelsteine. Also Chuck. Was? Das ist ein Albtraum. Sag mal, lest ihr das auch? Annäherungsminen? Oh nein, wir haben es mit einem Killerhuhn zu tun. Ach du liebe Güte, wir haben es mit einem Killer-Chicken zu tun. Ja, das ist genau das, was ich brauche. Ein riesiges, tödliches Hühnchen. Ach Gott, das ist ein riesiges Labyrinth aus diesen Müllsäcken. Oder was ist das überhaupt? Nee, ohne Scheiß, wo sind wir hier denn? Was ist das? Was ist das? Ich verstehe das nicht. Das ist pure Madness. Jetzt müssen wir gegen Killerhuhn irgendwo in einer geheimen Anlage kämpfen, die hinter einem Museum ist. Was ist das? Emergency. Ach, ich muss es kaputt machen. Hier. Das ist vielleicht nicht hart genug. Halt, da waren Steine. Da waren Steine. Der Schokoriegel ist nicht hart genug. Spoiler-Alarm, wenn ihr eine Scheibe einschmeißen wollt, nehmt keinen Schokoriegel. So, dieser Stein wird aber obsegeln gegen das Glas. Weil wir wissen, Glas hat eine Schwäche, nämlich Steine. Ja, tatsächlich. So, dankeschön. Ja? Was hat das gemacht? Vielleicht ist jetzt... Aha, hier hinten ist was offen. Ich sehe was. Ein Aufzug. Okay, da geht's ziemlich tief runter. Ich würde sagen, wir nehmen lieber den Aufzug. Das ist super beruhigend. Ich finde es super beruhigend, wenn blutige Kratzer und Handabdrücke hier abgebildet sind. Das ist ganz toll. Das ist ganz, ganz toll. Gut, dass wir... Nein, 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 nein. Ich will diese Kassette. Oh Gott, das kann jetzt ewig dauern, bis ich da wieder oben bin. Okay, einfach nicht runterfallen. Ich habe die Kassette. Hallo? Once acid shock can be contained within the cage, the big red button will turn on the incinerator. I wanted to torch him right away, but Grim made sure no one would harm Chuck. Only under extreme circumstances should acid shock be disposed of. Warum? Warum brauchen wir einen Killerhuhn? Ich verstehe schon. Also, wir brauchen auf jeden Fall Killer. Jetzt gerade der Aufzug runter. Nein, 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 das ist so tief. Oh, Gottes Willen. Gottes Willen, das war viel zu schmerzhaft. Okay, ja, das sieht eindeutig so aus, als hätten Hühner hier ihren Weg durch pures Beton durchgehackt. Ganz klar. Manometer, in was bin ich jetzt schon wieder reingeraten? Erstmal das Zeug. Oh Gott, ich habe gerade meine Energie durch Bier vernichtet. Okay, okay. Warum ist hier alles nur noch dunkel und schrecklich?
Hallo, ich sehe absolut nichts mehr. Warum bin ich jetzt erblindet? So, sind wir jetzt im Kerker des Hühnchens. Das schaut so irre aus. Magma, ja natürlich. Was sollte hier sonst sein? Ach, du liebe Güte, und alte, antike Statuen. Das, dieses Game, was ist denn das? Wirklich, ohne Scheiß, was ist denn das? Hier, ein Kürbis, den wollte ich schon immer mal in Magma verbrennen. Er ist weg, er ist weg, er ist in der Magma verbrannt. Wie alles, was man in Magma wirft. So, was ist das? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, es sieht seltsam aus, wie ein Rohr. So, lasst uns mal ein bisschen weiter schauen, was es hier noch zu sehen gibt. Und ich frage mich, wo dieses Huhn ist. Ach du liebe Güte, überall Magma. Oh Gott, das sind diese Eier, von denen die gesagt haben, dass sie da sind. Oh Gottes Willen. Was, Dampfturbine nicht aktiviert? Dampf... Au, verdammt nochmal! Dampf-Propan-Mischungsverhältnis gestört. Okay, die Eier sind höchst explosiv und rollen hier rum. Das ist ja eine super... Das ist wieder ein Ei. Das ist ein Ei. Oh Gott. Auf das Willen, ich muss den Eiern ausweichen. Meine Hacke, echt. Das kann was werden, ich sag's euch. Das kann was werden. Ich rieche einen Bosskampf, wirklich. Es wird mich super wundern, wenn hier keiner wäre. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Gehen wir doch mal da durch. Gehen wir doch mal da durch. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Ein Glowstick. Techno-Party. Umz, 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 umz. Okay, okay. Look, Techno-Party. Okay, ich habe die Vermutung, dass es wieder ein Burger-Bosskampf wird, oder? Genau. Explosion Hazard. Was ist das? Das ist Käse. Hier ist ein Burgerzeichen. Okay, wir nehmen schon mal genug Käse mit. Wir nehmen schon mal genug Käse mit. Ich bin mir nämlich sicher, ich nehme auch das hier mit. Ich bin mir nämlich ziemlich, ziemlich sicher, dass es hier einen Bosskampf geben wird, wo wir wieder Burger kochen müssen. Und wenn es ähnlich wie beim Schwein ist, dann reicht auch nicht ein Burger, um dieses Hühnchen zum Explodieren zu bringen. Wir brauchen mehrere Burger. Da ist noch was. Was ist das? Klar, Salat nehmen wir auch mit. Kein Problem. Salat, warum nicht? Frischer Salat für das Huhn. Das tut dem Huhn nur gut, dass er einen frischen Salat kriegt. Was haben wir hier Schönes? Keine Ahnung. Okay, hier ist was. Ja, mal da rein. Uns, 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 uns. Techno-Party im Hühnerstall. Uns, 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 uns. So, nein. Vielleicht sollte ich auch noch jetzt nicht so wahnsinnig rennen, solange ich noch nicht den Bossfight irgendwie sehe oder solange ich noch nicht das Problem sehe. Das bringt ja nichts. Das verbraucht ja wirklich nur meine Power. Was ist das hier? Gurken. Gurken nehme ich auch mit. Okay, okay. Mein Rucksack ist voll. Macht nichts, macht nichts. Wir haben hier Gurken. Was ist hier? Das sieht nach so einer Versteckmöglichkeit aus. Das sieht nach einer sehr effektiven Versteckmöglichkeit aus. Bitte was? Warum ist der Hühnerstall mit Laserstrahlen gesichert? Ach du Lieb. Hallo? Habe ich es nicht berührt? Ich habe es berührt. Okay, das hat mich aber nicht umgebracht, seltsamerweise. Vielleicht ist es so ein Alarmlaser statt ein... Willst du mich verarschen? Wie komme ich an den Ei hier vorbei? Ach du liebe Güte. Das Ei folgt mir. Na komm schon, roll raus. Ich muss dort so viel rein, du Hannes, du. Hallo? Hallo, ich werf eine Gurke auf dich. Okay, okay, okay. Hier kommt das Ei. Hier kommt das Ei. Das sind übrigens fernsuchende Menscheneier. Ich meine Hühnereier, die aber Menschensuchen sind. Absolut tödlich. Keine Vending Machine. Looks like you found the employee kitchen. I hear they start using cockroaches and rats in the meat. That doesn't stop Charlie from eating them though. I think I heard obscure guards talking about feeding him. Feeding him, okay. All the ingredients are scattered in boxes throughout the facility. He's a big boy, so be sure to cook him up 3 sandwiches. That should do the trick. Salat, ja. Legen wir einfach den Salat hier auf den Schrank. Der wird bestimmt nicht schlecht. So.
glaube, das ist doch schon mal ein guter Anfang. Was gibt's hier noch? Hey, es gibt Burger Patties. So. Muss die Geräte einschalten. Ah, nein. Das hieß es mit Power off. Okay, legen wir das einfach mal dahin. Es bringt wohl nichts. Hier komme ich nicht durch. Okay, also habe ich schon mal hier ein paar Zutaten, aber das ist wohl noch nicht alles. Und wo wir hier sind, ich brauche unbedingt Heilung. Ich brauche wirklich unbedingt Heilung. Was ist das? Geld! Ich nehme Geld immer. Dankeschön, Dankeschön. Ich brauche so Humble Bars. Komm, lassen wir uns mal zwei raus. Das sieht doch schon mal ganz gut aus, oder? Das sieht doch schon mal okay aus, okay. Schauen wir mal, was es hier noch so gibt. So, hier gibt es anscheinend noch was. Ah, Gottes Willen. Okay, hier kann man aber leicht drüber springen, über eins. Aber diese Türen sind nicht offen. Was sind das für Türen? Assessment. Oh Gott, da ist das Ding drin. Da ist das Ding drin. Nein, du Killer-Ei. Hör auf, mich zu verfolgen, Killer-Ei. Das ist weiterhin nicht an. Da vorne leuchtet irgendwas. Da schauen wir uns kurz um. Was ist das? Okay. Komm, haust dein Ei. Haust dein Ei, wenn es kostenlose Heilung gibt, nehmen wir die mit. Köstlich. Was haben wir hier? Patties. Patties haben wir aber. So, und hier ist ein... Wow. I'm surprised you made it to the power control room without running into Charlie yet. If you see him, he probably sees you. Ja, toll. If that happens, run. I advise you try your hardest to avoid him entirely. Try hiding behind objects. Stealth is crucial here. You might notice lasers. Those will set off an alarm that Charlie will rush towards. Same with the eggs. Those explode and get Charlie's attention. Get the power running and watch out for him. You can always duck into the vents to take a breather. Okay, okay, ich kann mich also im Lüftungsschacht verstecken, wenn der Hahn mir zu nahe kommt. Jetzt muss ich die Power anstellen, aber das heißt, der Hahn wird dann sofort auf mich losgehen. Vorher nehmen wir noch ein paar Zwiebeln mit. Okay, mein Backpack ist ziemlich voll wieder mal. Was ist das Power Cycling Phase? Hallo, hallo? Hallo, hallo? Was muss ich machen? Okay, okay, ich verstehe. Wir müssen das irgendwie in diesem Dreieck anordnen wahrscheinlich. Einmal? Das war doch gut, oder? Zählt das? Zweimal? Mein Gott, habe ich eine gute Reaktion, das ist unglaublich. Dreimal? Immer? Ach komm! Das hat doch gezählt, du Zipfel, du. Das war doch so gut wie perfekt. Viermal, das... Okay, es ist an. Okay, jetzt geht, glaube ich, der Stress los. Geht, glaube ich, der Stress los. Okay, ich sehe noch keinen Killerhuhn, aber es kann nur Sekunden dauern, bis das Ding auftaucht. Ich sehe es da vorne schon. Ohne Scheiß, ich sehe da vorne schon das Ding. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich jetzt? Renne ich dran vorbei? Nein, 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 es kommt mir immer näher. Ach du liebe Güte, okay, ab in die Lüftungsschacht. Mein Gott, da ist da Charlie, das köstliche Hühnchen. Komm, verzieh dich, Charlie. Ich bin mir sicher, wenn ich jetzt rausgehe, ich kriege einen Riesenschock. Hallo? Killerhuhn! Killerhuhn! Ach du liebe Güte, das ist ganz schön aggressiv. Was mache ich jetzt? Ach du liebe Güte, okay, wir geben Gas. Das Killerhuhn ist mir auf den Fersen. Meine Kacke. Okay, okay. Killerhuhn, Killerhuhn. Was ist hier los? Nein, Killerhuhn! Fuck, hier gab es einen Lüftungsschacht. Geh da rein, geh da rein, geh da rein. Oh, meine Hacke. Okay, der ist richtig aggressiv, der Charlie. Der ist richtig aggressiv. Fix Pipe Assembly. Ach du. Wo ist denn das Pipe Assembly? Ich weiß das doch nicht. Hier ist was offen. Oh nein. Okay. Okay, okay. Ich glaube, das hat ihn nicht alarmiert. Way to go. You found the boiler room. Gut. Check the piping and make sure there's nothing missing. This machine was known to break down. That's why there's so many extra pipe fittings scattered around the facility. Doch, ich brauche Pipes.
Put them in one at a time, though. Otherwise, they'll pop out. So, noch eine Pipe. Wir sind hier der Klempner des Hühnchens. So, Missing Pipe. Überhaupt kein Problem bisher. Wenn ich noch einen Pipe habe, brauche ich es nicht. Das brauche ich hier nicht mehr, oder? Drei Stück. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Alles ist gut, alles ist gut. Das Killerhuhn hat uns nicht bemerkt. Essen wir lieber mal so eine Bar und haben auch mal eine dabei. Okay. Vorsicht, nicht die Laser auslöst. Scheiße, das Huhn greift an! Das Huhn greift an! Du liebe Güte, ich muss irgendwo entkommen. Lauf! Lauf, da ist ein Killer-Chicken hinter uns. Gottes Willen, das erschreckt mich jedes Mal zu Tode, wenn es beginnt auf mich zu picken. So, ich bin hier drin. Ich weiß überhaupt nicht, was hier ist, ob wir hier überhaupt richtig sind. Also, ist das Ding jetzt an? Kann ich hier jetzt was braten? Komm, schnapp dir ein Patty, wir braten jetzt etwas fürs Huhn. Ja, das sieht ziemlich gut aus. Das sieht ziemlich gut aus. Das brät sehr gut. So, ich glaube, es fehlt eigentlich nur noch die Tomate. Sehe ich das richtig? Gott, ich habe so viele Burger gemacht, ich weiß nicht mehr, was drauf muss. Ich glaube, Tomate fehlt noch. Ich glaube, es fehlt noch die Tomate. Okay, okay, wir holen die Tomate. Überhaupt kein Problem. Ich höre schon jetzt das furchtbare Ding. Was ist hier? Was ist hier? Was gibt's hier? Gibt's Beef? Das brauche ich vielleicht auch noch, weil das andere ist komischerweise nicht markiert, nicht, dass das ein falsches ist. So. Drei Burger? Dann eine Klingel? Dann passiert irgendwas mit Charlie. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Schauen wir mal nach. Du liebe Güte, wo bin ich denn jetzt? Was ist denn das für ein schrecklicher Ort? Hier ist die Tür sperr, aber angelweit offen. Mein Gott, das ist scheiße. Was ist das für ein irres Zeichen? Ich verstehe nicht. Hier kommen die Burger rein. Okay. Stell sicher, dass er Essen in der Schale hat. Okay, okay, okay. Wie viele Burger wurden angezeigt? Drei, glaube ich. Okay. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur noch Tomaten. Weil jeder weiß, Charlie isst seine Burger nur mit Tomaten. Wo komme ich hier raus? Brauchst ein Sandwich mit allen fünf Belegen? Ja, ist ja gut. Die werde ich schon noch finden, aber ich brauche Tomaten. Hallo, hallo? Bist du eine Kiste? Bist du eine Schatzkiste? Nein, bist du nicht. Du bist leer? Auch großartig. Hier ist ein Rohr. Da ist eine Zutat. Da ist eine angezeigte Zutat. Scheiße. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle. Au, du Misthuhn. So werden wir aber keine Freunde. Du blödes Roasted Chicken, echt. Jetzt verzeh dich. Ich habe gerade meine Tomaten gefunden. Ich renne jetzt einfach, hol mir den verdammten Belag. Charlie da ist oder nicht. Echt, hier, Tomaten. Oh, da ist so eine Dose. Okay, ich hab die Tomaten. Und da ist Charlie. Da ist Charlie. Komm, hau ab, du blödes Huhn. Was machst du denn da? Hast du gerade ein explosives Ei gelegt? Ja, danke. Das sind überall explosive Eier. So, geschafft. Geschafft. Jetzt nehmen wir hier noch köstliches Fleisch mit. Dann kriegt Charlie seine beschissenen Burger. Charlie hat nichts gegen Bodentomaten, das wissen wir. Bodentomaten schmecken am besten. 1, 2, 3, 4. Mei, das wird dem Charlie schmecken mit dieser Bodentomate. So, ist das Ding durch? Jetzt ist es durch, jetzt ist es durch. So sehen die aus, wie die durch sind. Okay, easy. Burger Nummer 1, coming right up. Yes. Ich höre das
höre das Killerhuhn schon wieder. Okay, wir müssen jetzt nur alle drei Burger. Irgendwie. Dahin, wo wir vorhin waren. Wo waren wir denn da? Ach Gott, ich hab vergessen, wo das ist. Ich hab vergessen, wo das ist. War das hier drin? Ah, bitte lass es hier drin gewesen sein. Ja, richtig, das war hier drin. Das war hier drin. Hör das riesige Killerhuhn. Das ist so spannend. Das ist so spannend. Es ist weitergegangen, es ist weitergegangen. Das ist ein Ei. Oh nein, oh nein, oh nein. Das muss ich jetzt hinnehmen. Sonst kann ich nicht in Ruhe die Burger hier reinwerfen. So, ein Burger. Nein, 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 nein! Hör auf, Charlie! Ich mach dir zufällig gerade dein Essen, du blödes Vieh! Aha, die Klappe ist aufgegangen. Jetzt muss ich die Glocke läuten. Fuck, der ist ja schon da! Nein! Nein, warum bin ich denn im letzten Moment gestorben, wo denn das alles schon fertig war? So, zu meinem Leidwesen musste ich alles nochmal kochen. Aber jetzt habe ich alle drei. Es ist offen. So, du blödes Vieh. Jetzt aber klappt's, hoffe ich. Wo bist du? Hallo, hallo, frierst du jetzt die Burger? Vielleicht muss ich nochmal klingeln. Okay, vielleicht muss ich. Ich nimm das. Jawoll, ja! Hier, röste in der Hölle, du Mistviech! Oh. Gut, Charlie ist durch. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit der blöden Hühnchen. Wirklich, null Mitleid. So, aber was jetzt? Da hat er sein letztes Ei gelegt, das ist gut durch. So. Verdammtes Huhn, verdammtes. Aber was jetzt? Jetzt geht die Emergency Door auf. Dann würde ich sagen, gehen wir mal durch. Und es wird dunkel um die Welt. Boah, das war ganz schön stressig, der zweite Boss. Besonders sich wirklich diesen ganzen Komplex erstmal zu merken. Das war die Hölle. Die Hölle des Burgerkochens. Aber jetzt hoffe ich, dass wir den hinter uns haben. Ja, sieht doch gut aus. Hey, 42, you found that recipe. The one for the Zappy Helmet. E7 was looking for that for a long time. He said it makes the bad brain chip not work anymore. I think he meant the inhibitor chip that all test subjects get when they come here. You know that toe guy? The one that walks around the apartment? You see him all the time? He has had one for so long that his brain isn't so smart anymore. Okay, verstehe. Wir haben irgendein Brain Chip jetzt? Oh Gott, das kann ich kaum lesen, was da steht. Kann ich irgendwie ranzoomen? Nee, nicht wirklich. Was ist das? Ein Elefant im Raum? Wer noch hat die Schreie gehört? Leute verschwinden. Okay. Happy Humble's Paradise. Ja, da werden halt die Leute hierher gelockt. Okay, okay. Ich glaube, Gottes Willen, da ist die Hölle einfach dahinter. Ich glaube, wir haben alles, was wir erstmal brauchen. Aber was ist das? Ein Rubbel los! Keine Credits gewonnen, schade. Was ist das hier? Das ist ein Mitarbeiterausweis. Oh, Gottes Willen, das ist vollkommen giftig. Na gut, das esse ich nie wieder. Ich habe versucht, es zu stoppen. Aber vielleicht ist es Grimms Plan. Irgendwas mit einer Weltherrschaft. Okay, und er ist wahnsinnig genug. Aber das war kein Zufall. Er hat alles begraben. Und wollte die Beweise zerstören. Okay, irgendwelche Tests? Mein Gott, blöder Efeu, kannst du nicht mal weggehen? Na gut.
Die Gerüchte sind wahr. Da sind einige seltsame Kreaturen in den Tiefen dieser Anlage. Die schließen sie nicht nur aus, um die Presse fernzuhalten. Sie schließen sie aus, damit diese Dinger hier drin bleiben. Aber die Bombe hat sie wahnsinnig gemacht. Okay, ich verstehe schon. Es ist ja irre, was hier abgeht. Kein Problem. Kann ich das essen oder sterbe ich dann? Ja, das kann ich essen, da sterbe ich nicht. Dann würde ich sagen, schauen wir mal dieses super vertrauenserweckende Loch unter diesem wunderschönen Bild. Okay, ist es tief? Ach du liebe Güte, was geht hier denn ab? Was ist das denn? Bitte, was war das, dieser furchtbare Fisch? Hat der mich jetzt einfach vernascht? Was war das? Okay, wir versuchen es gleich nochmal. Jetzt können wir nochmal das Rubellos benutzen. 5 Credits gewonnen. Yeah! Es hat sich doch gelohnt, sich vom Lachs fressen zu lassen. Ach du liebe Güte, da ist irgendein Killerlachs hier unten. Das ist dieser Salmon-Ding, oder? Okay. Nein. Da kommt er. Oh Gott, schwimm um dein Leben. Schau dich nicht um. Oh Gott, das ist der Lachs. Schaut euch mal dieses irre Ding da an. Gottes Willen, das hat ein Maul wie ein Predator. Gib Gas. Wirklich, gib Gas, wenn dich der Killerlachs nicht fressen soll. Nein, er kommt immer näher. Okay, ich drehe mich jetzt nicht mehr um. Wir haben genug gesehen, wie schrecklich dieses Teil ist. Gib einfach nur Gas. Und hier ist überall Müll. Oh nein. Schwimm. Gott. Oh, warum hat er auch so einen netten Hut auf, der Lachs? Netter Hut. Okay, hier kommt er nicht durch. Hast du mich jetzt im letzten Moment schnabuliert, du blödes Viech? Ja, ich sehe schon, ich bin eine absolute Pro hier. Zack, essen wir, rubbellos, diesmal mehr gewonnen. 20 Credits! Es werden immer mehr, das sollte ich viel öfters machen, mich von Lachs fressen zu lassen. Bitte friss mich nicht. Ich weiß, wir haben deine ganzen Brüder zu köstlichen Nuggets verarbeitet, aber bitte friss mich einfach nicht. Okay, es ist kaputt. Ja, super, das war der Lachs mit dem fröhlichen Hut. Fröhlicher Hut steht dem Lachs gut, ganz klar. So, vollkommen irre. So, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Okay, das ist eine Nottreppe. Gibt es hier noch irgendwas? Nein, ich habe... Es sieht wirklich aus wie in der Tentakelhölle. Mein Gott, dieses Spiel, wie krass. Lobpreiset das Brötchen. Das Brötchen wird euch Frieden bringen. Und Sattheit. Aber auch Frieden. Frieden! Sag mal, was geht denn hier ab? Okay, ich muss jetzt diesen seltsamen Anti-Brainwashing-Hut bauen, während hier einfach ein Gebäude brennt und alles blau glitscht? Hallo? Wo bin ich denn hier? Mein Gott, jetzt bin ich hinter dem Zaun. Schaut euch mal diesen Wahnsinn an. Ah, Toe geht gerade nach Hause. Hallo, Toe. Kannst du mich hier rausholen? Anscheinend nicht. Okay, das sind echt die effektivsten Wachen, die ich je gesehen habe. Gut, macht ihr das, Jungs. Passt weiter schön auf. Passt nur auf, dass nicht der Wind weht, ansonsten fallt ihr um. Diese Tür ist nicht real. Und was ist hier? Gut, das ist überhaupt nicht unheimlich. Dankeschön, ich gehe dann mal wieder. What the? Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Das ist irgendein brennendes Haus. Ich würde sagen, das schauen wir uns später an. Weil das war mir jetzt wirklich für den ersten Moment so unheimlich, als ich da rein bin und schon beobachtet mich irgendwie dieses Horror-Ding. Hier ist eine Kassette. Her damit. Ach, der Kernschmelze. Okay, den Farmer gibt's auch, mein Gott. Ja, den hab ich gesehen.
Was? Er hat drei Wachen mit einem Schlag und drauf. Hallo? Geh kaputt! Befehl es dir! Hahaha! Three is the charm. So. Was ist das? Wir haben ein Sammelobjekt gefunden, das aber nur blau irritiert wird. Hier liegt irgendwas. Oh Gott, das will nicht. Ich glaube, die ganze Realität bricht gerade zusammen. Super, jetzt können wir hier den Radio einschalten und gute Laune zeigen. Okay. Machen wir mal beide Türen auf. Chaos und Zerstörung! Ja, Anarchie! Anarchie, Anarchie. Ach du liebe Güte, es sind hier auch gar keine normalen Leute mehr. Sondern nur noch der schreiende Horror. Ja, wird Zeit nach Hause zu gehen, glaube ich. Hallo, explodier mal. Also irgendwie hat mir die augenlose Agnes und der hungrige Hugo irgendwie besser gefallen als diese Kameraden hier. Überall ist hier Mist. Das ist alles nur eine verdammte Simulation. Wer seid ihr denn? Aha, ja, danke. Ja, ist gut, dass nicht viele von meinem Haus da rumlungern. Hast ihr das nicht auch, wenn ihr morgens... Ach Gottes Willen. Wenn ihr morgens aufsteht und überall aber explodieren Leute um euch herum. Also irgendwie sah doch meine Bude anders aus und nicht nur ein Holzgestell. Ach du liebe Güte. Das ist mein Kühlschrank. Der wird bestimmt toll kühlen, dankeschön. Ja, das ist ja super. Jetzt haben wir alles in Holz gehalten. So, sag mir mal, was brauche ich für den Helm? Ich brauche eine Kamera und einen Wecker und einen FM-Transmitter. Okay, überhaupt kein Problem. Und damit können wir diesen Helm herstellen. Schick, aber jetzt würde ich sagen, ruhen wir uns erstmal eine Zeit lang aus. Was? Ich bin gar nicht müde. Na gut, dann heißt es wohl bald wieder zur Arbeit. Aber mit dieser wunderschönen Holzdeko, die wir hier in Wirklichkeit haben. Schau dir mal den Scheiß an. Irgendwas spinnt in meinen Kopf und plötzlich ist mein Bett sauber. Haha, aber nicht lange. Denn bald werde ich wieder hier schlafen und Pipi machen. So, ich würde sagen, mit diesen epischen Worten. Ja. Beenden wir für heute die Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, das Game ist echt ein Blast. Der Bosskampf war jetzt richtig intens. Aber auch, dass dieser Lachs mich dann sofort gefressen hat. Okay, wir haben jetzt schon drei von den Horror-Dingern gesehen. Wir haben das Schwein gesehen. Wir haben den Lachs. Wir haben das Chicken. Also fehlt noch die schlimmsten Sachen. Eigentlich die Kuh und der Farmer. Jetzt bin ich mal gespannt, wo wir die sehen. Ja, wenn es euch gefallen hat, hinterlasst gerne ein Like, ein Abo oder hitte die Doombell für den nächsten Happy Burger Content. Und ich freue mich, wenn wir uns bald sehen. Macht es gut und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.